So, hi, herzlich willkommen bei Waterfood. Wir haben heute eine Lachsforelle gemacht mit Pasta und Gurke. Hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber er ist ein absoluter Burner. Richtig geil. Wir haben angefangen mit der Pasta. Ich sage gerne dazu Engelshaarpasta, weil sie so lang und so dünn ist wie Engelshaar. Dazu braucht man 225 Gramm 00er Mehl, 75 Gramm Hartweizengrieß, 2 Vollei, 2 Eigelb, 3 Esslöffel Wasser, eine Prise Salz und dann packt man das Salz in die Küchenmaschine, lässt es gut durchmixen. Danach knetet man das alles zusammen, packt es dann in Frischhaltefolie und stellt es mindestens eine Stunde kalt. Dann halbiere ich den Teig gerne und ein bisschen mit Mehl bestäubt. So kann man es besser ausrollen mit dem Nudelholz. Es geht einfach besser dann in der Pastapresse, kann man es einfach besser verarbeiten. Man lässt sich auf jeder Stufe einmal durch, zwischenzeitlich bemehle ich jede Seite noch ein bisschen, so klebt es einfach nicht in der Nudelmaschine fest und dann den Schneideabsatz drauf und die Dinger durchschneiden. Ganz einfach. Aufhängen, trocknen und ja, so geht die Pasta. Den Fisch haben wir zerlegt, haben die Filets runtergeschnitten von der Gräte, die Gräten gezogen, danach den hinteren Teil des Fisches, den benutzen wir für was anderes, die mittleren Segmente sind die besten Stücke, die brauchen wir für die Pasta. Die haben wir wieder portioniert und nochmal auf der Hautseite eingeschnitten. Für die Gurken haben wir die Gurken geschält, halbiert, geviertelt, das Kerngehäuse rausgeschnitten und dann nochmal der Länge nach eingeschnitten, dass wir einfach die gleiche Dicke haben wie bei der Pasta. So hat man Gurkenspaghetti. Die haben wir damit ein bisschen Dill, Salz, ein bisschen Merin und ein bisschen Sake, frischen Ingwer mariniert, durchgemixt und auch für eine halbe Stunde durchziehen lassen. Die Lachsforelle wird dann angebraten mit ein bisschen Butter und Thymian. Währenddessen kann man schon mal die Pasta kochen. Einfach kurz kochen. 2-3 Minuten frische Pasta geht wesentlich schneller. Vermischt dann mit unserer grünen Soße. Die Soße gar nicht mehr aufgekocht, sondern einfach vermischt mit einem Schucker von dem Pastawasser. Und dann angerichtet. Ich nehme gerne eine Fleischgabel, um die Nudeln gut aufzurollen. Und das gleiche macht man auch mit den Gurken. Auch zusammenrollen, aufeinander stapeln. Als Topping noch ein kleines bisschen Lachskaviar drauf. Und dann ist es schon fertig. Ein Schnitz Zitrone, bisschen im Fass gereifte Sojasauce. So hat man einfach noch einen kleinen Umami-Kick. Und ein paar Dillspitzen dazu. Wer möchte, kann dann auch die Haut abziehen. Da sieht man, wie glasig der Fisch noch ist und butterzart. Toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so sein sollte, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare oder abonniert diesen Kanal. Also, bis dann. Ciao, ciao.